Es ist mittlerweile der dritte Protesttag in Folge. In Minsk und in vielen anderen Städten Weißrusslands gehen zahlreiche Menschen aus Wut über die mutmaßlichen Wahlfälschungen auf die Straße. Immer brutaler geht der Machtapparat von Staatschef Alexander Lukaschenko gegen die Proteste vor. Die Oppositionelle Svetlana Tichanowskaja ist mittlerweile ins benachbarte EU-Land Litauen geflohen. Obwohl sie kurz nach den Wahlen noch beteuert hatte, im Land bleiben und kämpfen zu wollen. In einem Video erklärt sie nun, dass sie das Land wegen ihrer Kinder verlassen habe. Wissen Sie, ich dachte, diese Kampagne hätte mich gestärkt und mir so viel Kraft gegeben, dass ich alles aushalten kann. Aber vielleicht bin ich immer noch die schwache Frau, die ich am Anfang war. Tichanowskaja galt als aussichtsreiche Präsidentschaftskandidatin. Sie war für ihren Mann angetreten, den bekannten Blogger und Regimekritiker Sergej Tichanowski, der sich seit Juni in Haft befindet. Bei den Wahlen jetzt erhielt offiziell Amtsinhaber Lukaschenko gut 80% der Stimmen. Doch Beobachter stufen die Wahl weder als frei noch als fair ein. Tausende Demonstrierende gehen seitdem im ganzen Land auf die Straße. Sie werfen Lukaschenko vor, das Wahlergebnis massiv gefälscht zu haben. Insgesamt wurden bereits mehr als 5000 Protestteilnehmer festgenommen. Auch in der dritten Gewaltnacht gab es wieder Dutzende Festnahmen. Zudem wurde das Internet erneut abgestellt. Die EU droht der Regierung nun mit Sanktionen. Angesichts seines harten Vorgehens der Polizei kündigte Brüssel an, die Beziehungen zu dem Land zu überprüfen.